Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal von Astromonie, in Harmonie mit den Sternen, in Harmonie mit dem Leben. Heute zum Thema Opfer oder Heiler, Aszendent Fische. Mit diesem Aszendenten beschließen wir den Tierkreis, wie der Fisch immer das abschließende Zeichen der 12 verkörpert. Und haben hier natürlich mit Opfer oder Heiler eine gewaltige Bandbreite, die wir dann auch auf der Folie beim Engel ausführlich besprechen werden. Doch zunächst beschäftigt mich die Frage, ist der Aszendent Fische bei uns in Mitteleuropa nicht gefragt? Denn es gibt ihn nur eine Stunde am Himmel. Es ist der kürzeste Aszendent, den es hier in Mitteleuropa gibt. Fische sind sehr selten damit, rein statistisch, und haben vielleicht auch daher diesen Themenkreis, den ich vorher angesprochen habe, dieses Intuitive. Zum Thema Fische gibt es Zitate. Eines ist, allen soll es gut gehen. Und wir sehen hier auf dem Bild, auf der Symbolonkarte der Engel eben, den Engel, einen Engel, der das Wasser des Auflösens über die Wälder gießt. Es ist auch das Wasser der Erkenntnis, der Alleinheit, des Verbundenseins mit allem. Und dieser eine Wahlspruch, den ich immer wieder auch von Fischen gehört habe, ist eben ein Thema, wo es darum geht, dass es wirklich allen gut gehen sollen. Allen Menschen, allen Tieren, allen Pflanzen, der Mutter Erde, allen soll es gut gehen. Und dass dieser Wunsch, diese Hoffnung, wie im zweiten Themenblock, diese Sehnsucht sehr schwer zu erfüllen ist und unmöglich von einer Person auch machbar ist, das führt zunächst häufig dahin, dass die Fische daran leiden und zum Opfer werden, dass sie eben nicht es erreichen können, dass es allen gut geht und dass auch scheinbar so viele gar nicht daran interessiert sind. Der Regenbogen im Hintergrund der Karte ist eben dieses Thema der Mythologie, die eben dafür steht, dass es eine Verbundenheit mit dem Himmel, mit dem Jenseits gibt. Und Seneca hat gesagt, groß ist die Mühe, den Himmel zu ersteigen, doch für die Seele ist es eine Heimkehr. Inwieweit es für die Seele eine Heimkehr ist, ist vermutlich eine philosophische Frage. Für den Fisch ist natürlich als Themenkreis der Himmel, das Paradies, das Jenseits ein willkommenes Konstrukt, auch ein Thema, auch ein Glaube, eine Liebe, eine Hoffnung, dass es dort wieder eine Verbundenheit mit allen gibt, dass es dort wieder eine Alleinheit gibt, dass es dort sowas gibt wie den Frieden, die Zufriedenheit für alle. Die Stichwörter zum Aszendenten Fische, daher haben wir auf der einen Seite das Thema Intuition, Friede und Himmel und auf der anderen Seite Illusion, Aufopferung und Sucht. Beginnen wir mit der unteren Gruppe, das ist Illusion, Aufopferung und Sucht, denn natürlich heißt das Thema Fische, Aszendent, zu lernen, diese Verbundenheit mit drüben, mit etwas Größerem, hier auf Erden zu leben. Es ist die Aufgabe, anzukommen zu einem Teil, denn Fischaszendent bedeutet immer eine Verbindung haben nach drüben. Ob das zum Himmel ist, zum Persönlichen, ob das zu Menschen ist, die aus dem Familiensystem verschwunden sind, ob das zu Elementen der Schöpfung ist, die leiden. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Verbundenheit zu leben. Und dennoch ist es wichtig, dass eben andere Pol in eine Intuition überzuführen, dass man eben nicht
darunter leidet, sondern die Intuition entwickelt, wann und wem und wo kann man eventuell beistehen, unterstützen, fördern und wo kann man es nicht. Denn dann kann aus der Aufopferung und aus der Opferhaltung, die wir besprochen haben, der Friede entstehen. Die Aufopferung, die es mit sich bringt, ich will ja, dass es allen gut geht. Und Fisch ist ein Wasserzeichen, fließt gewissermaßen, braucht daher Fassung. Und dieses Fließen hat das Risiko des Zerfließens, des sich Zerstückelns fast. Und Friede bedeutet, mit sich, mit dem größeren Ganzen in Einklang zu kommen, mit der Intuition und dort zu wirken, wo man wirken kann. Und dann ist die dritte Gruppe Sucht oder Himmel. Sucht bedeutet natürlich, ich suche etwas, ich suche jemanden, ich suche diese Verbundenheit zum größeren Ganzen. Diese Verbundenheit bzw. das größere Ganze wird ja bei uns auch in der christlichen Mythologie durch den Himmel symbolisiert. Die Brücke dorthin soll der Regenbogen eben sein. Nur kann eben die Sucht, egal ob Schokolade, Videoclips oder Drogen oder anderes, dazu führen, dass man sich eben wegbewegt wieder von Intuition und Friede und irgendwo davonläuft. Und Himmel bedeutet eben, aus meiner Sicht, für Fische-Aszendenten, mit der Intuition und einem inneren Frieden zu erkennen, wo, wann und bei wem kann ich wirken und ein Stückchen Himmel, ein Stückchen Harmonie, Frieden und Zufriedenheit schaffen. Sowohl in meinem Leben als auch im Leben von gegenüber. Und dann kann der Fisch eben der Brückenbauer sein, aber nicht im Sinn des Pontifex, sondern im Sinn von der Verbundenheit mit etwas Größerem und schlussendlich aus Unaussprechlichem. Denn Fische würde auch bedeuten, man sollte mal intensiv meditieren, die eingehalten und in sich die Verbundenheit finden, um dann wieder zum größeren Ganzen zu kommen. Und hier die Balance zu halten zwischen Opfer und Heiler ist eben aus meiner Sicht ein Themenpaar, eine Aufgabe zum Thema Aszendent Fische. Vielen Dank und weiterhin eine gute Reise. Alles Liebe. Ciao.